Guten Morgen und ganz liebe Grüße aus Frankfurt an alle Zuschauer und Zuschauerinnen von Esthers Kanal. Wir befinden uns genau jetzt an meinem Schreibtisch und ich darf diesen wundervollen Teil der Christmas Chronicles hier auf Esthers Kanal einleiten. Vielleicht kennt ihr diese Art von Videos ja schon aus dem letzten Jahr. Da haben Maxi, Becky, Esther und ich das auch schon zusammen gemacht. Und zwar ist das eigentlich ein ganz einfaches, aber super cooles Prinzip. Und zwar werden wir alle vier einzelne Tagesabschnitte filmen und jeder Vlog kriegt dann quasi einen Tagesabschnitt. Das heißt, ihr bekommt jetzt meinen Morgenteil und später seht ihr natürlich dann auch noch Maxi, Becky und Esther. Und auf den anderen Kanälen funktioniert das Gleiche. Also, falls ihr wissen wollen würdet, was ich mittags, nachmittags und abends mache, dann müsst ihr eben noch auf den anderen drei Kanälen dann quasi von Maxi, Becky und von mir vorbeischauen. Und damit eine kurze Vorstellungsrunde meiner Person. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich heiße Saskia und ich habe auch einen YouTube- und Instagram-Channel. Da heiße ich Law Student Saskia und berichte so ein bisschen über mein Jurastudium. Wer hätte es gedacht? Und ich gebe da einfach so ein paar Einblicke, wie das Studium so läuft, wie es aufgebaut ist, wie ich damit zurechtkomme, wie ich lerne und ja, halt eigentlich quasi das Gleiche, was Esther macht für Medizin, mache ich dann für Jura. Und ich habe tatsächlich auch dieses Jahr im Februar meinen Freischuss geschrieben. Im Jurastudium kriegt man quasi einen kostenlosen Versuch mehr für das Staatsexamen, wenn man schneller fertig ist, also quasi als eine Art Belohnung. Und das ist dann halt der Freischuss. Das heißt, ich habe im Februar mein erstes Examen geschrieben. Also ich habe es zumindest probiert, denn ich bin durchgefallen und deswegen bin ich jetzt gerade wieder in der Phase, wo ich einfach schon wieder für das Examen lerne und halt jetzt für den quasi ersten richtigen Versuch. Genau, und dementsprechend sitze ich jetzt auch hier am Schreibtisch, weil ich jetzt gleich wieder Zivilrecht lernen muss. Habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf, aber was muss, das muss. Und vorher habe ich aber noch eine ganz wichtige Aufgabe, Freunde, denn ich muss noch ein Weihnachtsgeschenk bestellen. Eigentlich bin ich immer eine Person, die ihre Geschenke sehr früh fertig hat, aber irgendwie habe ich es dieses Jahr nicht so gut hingekriegt. Ich weiß aber bereits, was ich wem schenken möchte. Aber jetzt fehlt mir, wie gesagt, noch ein Geschenk und zwar für meinen Freund. Und das ist so praktisch, wenn man jetzt zusammen wohnt. Also mein Freund und ich, wir wohnen jetzt seit Mai diesen Jahres zusammen. Und man kann, wenn man zum Beispiel Klamotten kaufen möchte, dann bei dem anderen in die Klamotten gucken und schauen, was die da so für Größen haben. Ich finde das immer nämlich total schwierig, wenn man jemanden so Klamotten irgendwie schenken möchte. Und dann weiß man nicht genau, was für eine Größe die Person hat. Und bei meinem Freund ist es so, dass der Torwart ist, also der spielt in einem Fußballverein. Und als Torwart bist du ja schon jemand, der viel in die Lüfte springt, um den Ball zu fangen und dementsprechend auch dann sich mit dem Körper wieder fängt. Also in vielen Fällen landet er halt nicht auf seinen Beinen, auf seinen Füßen. Und er hat eine besondere Hose, die eben die Hüfte besonders schützt. Also wenn er dann irgendwie springt, um den Ball zu fangen und dann halt aufkommt und auf die Hüfte fällt, das ist ja schon, ne, kann schmerzhaft werden. Und diese gepolsterte Hose ist aber wirklich jetzt schon komplett zerrissen. Und da jammert er eigentlich schon seit Monaten, dass er sich mal eine neue kaufen will, aber hat es jetzt nie gemacht. Und jetzt ist Winterpause, das heißt, er wird jetzt eh nicht daran denken, aber clever wie ich bin, habe ich dran gedacht und habe da eine Seite gefunden, wo er schon häufiger bestellt hat. Das habe ich dann in den Klamotten gesehen, dass die Marke halt da drauf stand und vorteilhafterweise steht da natürlich auch die Größe drin und deswegen werde ich ihm jetzt einfach auch so eine bestellen und ich glaube, ich werde jetzt noch so Ellbogenschoner dazu tun und deswegen glaube ich, ist das eine ganz gute Sache und da weiß ich auch, dass er sowas noch nicht hat, deswegen hoffe ich, dass das dann so ein bisschen ja eine doppelte Überraschung ist quasi, weil ich glaube, er wird auf gar keinen Fall damit rechnen, dass ich irgendwas Fußballtechnisches kaufe, weil ich mich da ja auch wirklich nicht auskenne. Aber ja, das werde ich jetzt einmal machen. Das heißt, ich habe hier schon meinen Laptop und werde quasi das letzte Weihnachtsgeschenk noch schnell shoppen. Und ich bin auch schon bereit, mehr oder weniger fürs Lernen. Ich habe nämlich hier schon wieder mein Gesetz am Start, denn ich werde dann gleich Zivilrecht lernen. Das habe ich auch, glaube ich, schon gesagt. So,
So, ihr lieben Freunde von Esthers Kanal, ich bin jetzt soweit mit meiner ersten Lernsession durch. Ich bin leider nicht ganz so weit gekommen, wie ich gehofft hatte, aber ich habe jetzt auch nicht mehr viel Zeit, denn ich fahre jetzt gleich zu meinen Eltern und deswegen ist quasi mein Morgenteil soweit schon mal vorbei. Ich habe übrigens vielleicht einen Tipp für euch. Ich weiß nicht, inwieweit man das auf das Medizinstudium übertragen kann, aber was ich sehr hilfreich finde, gerade bei Themen, die ich irgendwie noch nicht so gut kann, oder vielleicht auch, wenn ihr euch ein Thema zum ersten Mal anschaut, gerade das erste Mal die Vorlesung habt oder so. Was mir sehr hilft, sind solche Good-to-Know-Listen. So nenne ich die irgendwie einfach immer. Und ich habe das im Studium schon immer mal gemacht, aber jetzt in der Examensvorbereitung habe ich das wirklich recht penibel gemacht. Und zwar, wenn ich Sachen lerne, jetzt zum Beispiel auch hier mit einem Lehrbuch dann einfach arbeite und ich finde irgendwie, ja, ich weiß nicht, Definitionen oder Hinweise oder irgendwas, wo ich denke, okay, das ist ein guter Hinweis, das ist was, was ich wissen sollte. Oder wenn ich auch merke, okay, das wusste ich vorher noch nicht, das können wirklich Definitionen, also irgendwelche Begriffe sein oder keine Ahnung, es sind jetzt hier bei Jura auch irgendwie mal vielleicht wertvolle Fälle oder irgendwie eine Entscheidung oder irgendwas, wo ihr halt denkt, okay, das ist wichtig, das sollte ich können. Ich schreibe mir sowas ganz gerne zum Beispiel auch bei Klausuren auf, wenn ich denke, boah krass, das ist voll der gute Einleitungssatz, um ein Thema irgendwie zu beginnen oder so, dann schreibe ich mir das auch auf. Und wie gesagt, basically packe ich auf die Liste einfach Dinge, bei denen ich denke, ah, das solltest du wissen, das wäre gut zu wissen, das wäre hilfreich. Deswegen, vielleicht ist das ja so ein kleiner Tipp für euch, dass ihr auch irgendwie einfach so eine Liste anlegt und halt einfach so ein paar Sachen irgendwie aufschreibt, wenn ihr denkt, das wäre ganz gut, wenn ich das weiß. Oder vielleicht sagt der Prof oder die Professorin in der Vorlesung irgendwie, das ist super wichtig für die Klausur, dann könnt ihr so Sachen aufschreiben. Dann hat man das halt alles so komprimiert zusammen und nicht irgendwo in den Vorlesungsmaterialien oder Zusammenfassungen oder was auch immer ihr dann schreibt, sondern halt wirklich kompakt auf einem Zettel und muss dann nicht die ganzen restlichen Unterlagen nochmal durchsuchen. Das finde ich nämlich immer voll stressig, wenn ich weiß, okay, da war irgendwas Wichtiges, ich weiß in der Vorlesung, das wurde irgendwann mal besprochen, ich habe mir irgendwas dazu aufgeschrieben und dann finde ich es halt nicht mehr. Das war also soweit mein Morgenteil. Ich gehe jetzt über in meinen Mittag, den ihr dann später in Maxis Vlog sehen könnt, und gebe insoweit ab jetzt an Becky, die euch nämlich ihren Mittag zeigen wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, generell noch mit allen Vlogs. Danke fürs Zuschauen soweit und bis dann in einem der anderen Videos. Tschaußen! Hallo an Esthers Community ist es, glaube ich. Hoffentlich habe ich nicht komplett verkackt. Auf jeden Fall sehr schön, dass ich hier sein darf heute. Ihr wisst ja schon Bescheid, wir haben Christmas Chronicles und deswegen vlogge ich heute meinen Mittag mit euch mit. Wenn ihr den Rest meines Tages sehen möchtet, also zum Beispiel auch den Morgen, müsst ihr natürlich in den anderen Videos vorbeischauen. Der hat mich gerade sehr verwirrt angeschaut, weil ich mit meinem Handy rede. Genau, es ist 11:45 Uhr. Ich hole jetzt gerade mein Mittagessen und deswegen dachte ich, nehme ich euch ein bisschen einmal mit. Ich gehe hier ganz gerne in so ein Café in der Nähe, die haben ganz leckere Salate und so. Ich vergebe dafür viel zu viel Geld aus, aber ich habe inzwischen keine Zeit mehr, um vorzukochen, also ist das mein Schicksal. So, wir sind zurück im Labor, es gab jetzt gerade Mittagessen. Und ich habe heute Morgen schon eine kleine Inkubation gestartet. Ich habe ja immer so Oberflächen, das sind so kleine Glas-Coverslips, nennen wir das, auf denen die Zellen dann später draufkommen. Und ich behandle diese Oberflächen eben mit etwas, ich kann das alles nicht genau hundertprozentig erklären, weil das natürlich laufende Forschung ist und dann kann man die Sachen nicht genau erklären. Ich habe sie jetzt biologisch funktional gemacht, das heißt, sie sind jetzt hier in diesen kleinen Sachen drin, da sind meine Glassachen drauf. Und jetzt kleben wir das in eine Platte rein, wo dann eben diese Coverslips oder wo ich dann später die Zellen auch tatsächlich reinmachen kann. Jetzt fällt mir gerade auf, wo ich hier anfange zu reden, dass ich die Platten, ich habe welche bei der Feinmechanik unten abgegeben, dass sie mir neue Platten herstellen, weil ich brauche immer so ganz bestimmte Platten, wo diese Coverslips reinpassen und die werden tatsächlich hier im Haus manuell angefertigt und wir gehen jetzt mal kurz runter und fragen danach, weil es ist Mittwoch und sie haben mir gesagt, dass Mittwoch die Platten fertig sind. Das hier ist das, was ich gemeint habe. Das sind so Platten. Ich habe da jetzt gerade Ethanol zum Saubermachen reingegeben. Aber ihr könnt sehen, dass die unten so Löcher haben. Also da sind so Löcher reingemacht und da kommen jetzt eben die Glas-Coverslips rein. Also diese hier, diese kleinen Glas-Coverslips werden dann hier reingeklebt und dann können wir die Zellen da insgesamt reinmachen. Und so kann ich dann die vorab quasi
bearbeiten und Sachen da drauf machen und das dann unter Versuchsbedingungen sozusagen testen. Und jetzt habe ich sie mal ein bisschen sauber gemacht mit Ethanol und dann kleben wir die Sachen jetzt da rein. Wir haben jetzt diese Platte vorbereitet und jetzt sollen die Zellen sozusagen auf die Platte draufkommen. Und das ist ein etwas aufwendigerer Prozess, weil man einfach zählen muss, wie viele Zellen da drauf kommen. Also es gibt so eine gewisse Zellzahl, die ich halt haben möchte. Einfach damit, weil ich arbeite ja in Wundheilung, das heißt, ich mache so einen Versuch, wo zwei unterschiedliche Zellmonolayer entstehen müssen. Und da müssen quasi genug Zellen drin sein, dass dieser Monolayer entsteht. Aber es dürfen nicht so viele drin sein, dass daraus quasi eine Art Epithel-Monolayer wird. Also ihr seid ja zum größten Teil Mediziner, das heißt, ihr versteht das, denke ich mal. Weil bei so richtig dichten Monolayern verpacken die sich mehr wie Gewebe und bewegen sich dann nicht mehr. Aber ich möchte ja Wundheilung studieren, das heißt, in dem Moment, wo sozusagen das Gewebe verletzt wurde und dann auch mobil wird sozusagen. Und deswegen gibt es nur so eine gewisse Anzahl an Zellen, die ich halt eben seeden kann. Das nennt man Seeding, also drauf geben. Und genau, deswegen müssen wir jetzt erstmal die Zellen ablösen, die ganzen Sachen machen und so weiter. Und das machen wir alles unter der Hut, weil das ab jetzt sozusagen ein steriler Prozess ist. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, vielleicht kann das erst an den Anfang schneiden, falls es irgendwie gar keinen Sinn für euch macht. Ich bin Becky vom Kanal Rebecca Elisabeth und ich mache eine experimentelle Masterarbeit. Ich bin in der Biophysik. Genau, das sind so die relevanten Informationen hoffentlich. Und genau, wir machen jetzt alles unter der sterilen Hut, das heißt, wir machen jetzt alles bereit. Ich habe mein Medium schon reingestellt, die Zellen mögen jetzt nur warme Sachen. Die können jetzt gar nicht ab, wenn irgendwas kalt ist, das heißt, ich muss es immer erstmal warm stellen. Und ja, wir bereiten jetzt erstmal alles vor. Und für all die, die immer fragen, wie ich unter der Hut filme, obwohl das steril ist, ist es relativ einfach. Das ist die Hut und die Hut hat an der Seite Fenster. Und dann kann ich die Kamera ans Fenster stellen. Alle sind immer super verwirrt und sind so, mein Gott, machst du die unsterile Kamera in die sterile Hut? Nein, natürlich nicht. Es ist ein Fenster. Sehr dicht. Sehr, sehr, sehr dicht. Genauso wollen wir es haben, denn ich brauche sehr viele Zellen für diese Explosion. Wir haben jetzt die Zellen getestet, jetzt werden sie gezählt. Jeder mit Laborerfahrung hier reinkommt, wird wahrscheinlich gleich ein bisschen heulen. Wir haben nämlich einen Zellzähler, also eine Zellzählmaschine. Die zählt das jetzt gerade für mich. Also ich habe die Zellen da reingeschoben und jetzt zählt es das. Und dann kann ich die Zellen auf die Platten quasi separat draufgeben. Dann haben wir das Ganze hinter uns gebracht. So sieht das dann aus. Die Grünen sind alle am Leben, die Roten sind tot, also 3% ist voll fein. Das ist die Zellzahl, ist also wirklich sehr hoch, aber damit können wir arbeiten. Ich brauche für dieses Experiment immer ungewöhnlich viele Zellen, deswegen mache ich das auch immer mit so ultra hohen Zahlen. Und dann rechnen wir jetzt schön mit Dreisatz, was wir hier brauchen. Ich rechne mir das dann immer hier schön aus, auf so einen kleinen Block und klebe das dann oben auf die Hut drauf und dann kann ich quasi die ganze Zeit drauf schauen und dann machen wir jetzt weiter und wir wechseln die Handschuhe, weil ich mein Handy angefasst habe. Ich bin jetzt hier ganz klassisch Schreibtischarbeit, also ich habe gerade eben einen sehr großen experimentellen Teil gemacht von meinem Tag. Ich muss später bei meinen Zellen noch ein bisschen Medium auffüllen und das bedeutet, dass sie noch ein bisschen mehr Futter bekommen sozusagen. Und ich kann die nämlich immer erst so kurz auf die Platte drauf machen, dann müssen sie sich erstmal dran festhalten und erst dann kann ich ihnen noch mehr Futter geben. So
so ist es bei denen. Das heißt, ja, wir machen jetzt noch ein bisschen Schreibtischarbeit. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit meiner Gruppenleiterin und sie würde ganz gerne einem Kooperationspartner in Paris eine kleine Zusammenfassung von dem schicken, was wir hier gemacht haben, weil er etwas Ähnliches in einem anderen Paper gezeigt hat. Und ich werde dann hier ganz kurz also die Sachen mal zusammenfassen, die ich jetzt hier als Resultat bekommen habe. Und dann schicken wir ihm das Ganze und hoffentlich hat er Ideen, Insights, alles Mögliche. Und vielleicht kann man da vor Weihnachten nochmal so ein kleines Meeting einrichten, um einfach drüber zu quatschen, ob es da Kooperationsmöglichkeiten gibt, ob sie noch Ideen haben und so weiter. Das heißt, das machen wir jetzt und irgendwann zwischendrin gibt es Kaffee, denn ich brauche dringend Kaffee. Also gehen wir mal ran an die Schreibtischarbeit. Unsere Praktikantin ist jetzt auch noch gerade gegangen. Bin super, super dankbar, dass sie mir gerade so viel hilft. Ohne sie würde ich, glaube ich, einfach versinken in Arbeit. Aber jetzt ist es 17 Uhr und jetzt gehen wir nochmal unter die Hood und machen den Cell-Split und toppen das Medium auf. Ich glaube, ich nehme heute die großen Kopfhörer mit, weil ich einfach irgendwas brauche, was groß und richtig neues Canceling ist. Ich dachte gerade, es ist ein Fehler in meinem LaTeX-Code, aber dem ist nicht so, es war was anderes und jetzt bin ich gerade sehr beruhigt. Oh Gott. Wir haben jetzt alles erledigt, also ich weiß nicht, wie viel ihr davon erkennen könnt, aber im Wesentlichen habe ich ein Experiment angesetzt und ich habe denen jetzt ein bisschen mehr Futter gegeben. Und das ist immer diese pinke Flüssigkeit, die ich dann quasi hin und her peptiere. Und ich habe dann andere Zellen von mir gesplittet. Das bedeutet, dass ich denen einfach mehr Lebensraum gegeben habe. Wenn man nämlich Zellen alleine lässt, dann teilen die sich ja ganz viel und dann überwuchern sie irgendwann sozusagen die Flasche, in der sie drin sind. Und dann muss man sie alle paar Tage eben splitten. Also halt einfach sagen, okay, ich nehme jetzt ein Fünftel davon, mach's in eine neue Flasche rein, damit man dann nicht irgendwann Zellen hat, die ein bisschen einen an der Waffel haben. Wenn die nämlich so total überpopulieren, dann ja, werden sie nicht mehr so fit. Das ist einfach, die haben da ein bisschen einen an der Waffel und irgendwann sterben sie dann auch. Das heißt, das will man natürlich nicht und deswegen muss ich sie regelmäßig splitten auf neue Flaschen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Das können wir also abhaken. So, jetzt ist 5 vor 6. Ich muss los und ich werde ins Yoga gehen. Allerdings, dadurch, dass es 5 vor 6 ist, werde ich jetzt in meinen Abend übergehen. Und meinen Abend werde ich bei mir auf dem Kanal machen. Das heißt, ich bedanke mich bei euch, dass ihr meinen Nachmittag mit mir zusammen verbracht habt, dass ihr mit mir ein bisschen Masterarbeit geschrieben habt. In diesem Fall habe ich heute einfach nur neue Chemikalien in meine Materialienliste eingefügt. Auch sowas müssen wir machen und das bedarf einfach so viel Zeit. Das macht keinen Spaß. Genau, jetzt werde ich ins Yoga gehen, ein bisschen entspannen. Und wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dann! Hello, Peeps! Hello, Peeps! Erstmal hello, jetzt sehen wir uns auch endlich mal. Ich hoffe, die Christmas Collabs haben euch bis hierhin gefallen und ich hoffe, meine Kolleginnen haben einen guten Job gemacht. They better. Genau, ja, ihr seid leider an dem unspicigsten Teil jetzt angekommen. Nein, Spaß. Nein, aber okay. Ich muss schon sagen, der Mittag, der war schon am spicigsten mit der Limette. Heute hatte ich ja Kardiologie-Limette. Das habe ich ja auch in meinem letzten Vlog letzte Woche angeteasert. Ich werde jetzt hier nichts weiter dazu verraten, weil, falls ihr wissen wollt, wie das Ganze ausgegangen ist, dann müsst ihr die anderen Vlogs gucken und die Puzzleteile zusammensetzen. Vor allem, ich habe an deinem Teil habe ich gesagt, dass das der beste Teil wird und in Beckys Teil habe ich das auch gesagt. Dann bei Beckys Teil, ja, ich habe das bei Maxi auch gesagt, aber not gonna lie, eigentlich habt ihr den besten Teil. Falsche Versprechen machen? Kann ich. Anyways, ich bin jetzt gerade noch dabei, eine Vorlesung nachzuarbeiten, aber ich weiß gar nicht, ob ich, also ich mache es glaube ich noch maximal bis 19 Uhr oder so, und zwar zum Thema Raucherprävention. Das haben wir nächste Woche nämlich noch. Wir haben noch einen einzigen Kurs dieses Jahr und das ist zum Thema Raucherprevention. Und da gucke ich mir jetzt gerade mal die Vorlesung zu an, weil ich eventuell weder geistig noch körperlich da anwesend war. Ups. Ja, und heute Abend gibt es einen Mommy-Livestream. Yes! Und endlich wieder ein Sleepover. Ist so.
Wir haben schon so lange nicht mehr gesleepovert, Leute. Ja, ohne Scheiß. Wir haben richtige Entzugserscheinungen. Ja, und wir haben das letzte Semester haben wir das voll oft gemacht, habe ich das Gefühl. Ja, schon und allein wegen dem Physikum. Genau, und jetzt irgendwie dieses Semester haben wir das vielleicht ein oder zweimal gemacht, oder? Bisher. Esther ist so busy. Maxi war busy. Maxi war nie hier, wenn ich hier war. Immer wird alles auf mich abgewälzt. Ja, du hast wenigstens was zu tun. Ja, eben. Wenn du nichts zu tun hast, kannst du auch hier hinkommen. That's the point. Anyways, heute wird Girls Night gemacht. Yes. Mit Livestream und mit wahrscheinlich Trash-TV, wie ich uns kenne. Oh mein Gott. Hast du die neue Folge Bachelor in Paradise? Nein, weißt du, wo ich hänge? Ich hänge, glaube ich, immer noch bei Folge 4. Ich habe das immer noch nicht geguckt. Digga, in der letzten Folge ist sowas Krasses passiert. Ja, okay, ja, dann können wir das ja heute durchwatchen. Das ist ein richtiger Moment, wo ich so richtig Puls bekommen habe. Echt? Und Digga. Ja gut, dann können wir das ja heute von meiner Stelle an bis dahin gucken. Eventuell kochen wir noch was, wenn wir Bock haben. Eigentlich hatten wir auch noch überlegt, meine Haare nachzutönen, aber... Ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Und wir haben heute noch richtig cute Pics gemacht. Also ich schwöre, ich bearbeite die gleich erstmal. Oh ja, ich auch. Okay, aber ich habe jetzt noch eine halbe Stunde. Die nutze ich jetzt auch. Ich ziehe das jetzt durch, Leute. Und dann kommt das Vergnügen. Ja, Leute, wir machen uns jetzt was zu Mampfen, weil jetzt gleich geht's in einen Livestream. Dazu haben wir uns gerade noch Fragen überlegt, weil das Motto des Livestreams wird sein... Excuse me, wir haben 2022. Exactly. Wir werden, live vor allem, ja, live auch, aber wir werden, berichten, über unser Jahr 2022 und das ein bisschen Revue passieren lassen mit euch zusammen. Wir haben uns Fragen überlegt und hoffen natürlich, dass ihr auch coole Fragen stellt. Steinhart. Nein, stimmt gar nicht. Let me try. Komm und beißen. So, jetzt guck erstmal bitte, ob deine Toasties noch was sind. Mhm. Maxi, nämlich vergisst regelmäßig ihr Essen bei mir, was ich da manchmal esse. Ohne es ihr zu sagen. Ich habe immer Angst vor Hunger. Hä? Why? Ich komme. Da ist Schimmel dran. Okay, dann schmeiß ich es weg. Die Toasties, die schimmeln auch übel schnell. Du kannst das nicht mal nein, das sollte man nicht machen. Das hat Michi mir gesagt, dass man das nicht machen kann. Zum Glück war ich ja so schlau und habe direkt neue mitgebracht. Ja. Weil ich habe die ganze Zeit gesucht und mich gefragt, wo meine Toasties hin sind. Willst du mal die Sauce da mitbringen? Mhm. Wir machen nämlich nur ein einfaches Mal. Wir machen Brote mit Keks. Brote mit Keks. Ich bringe euch jetzt mal mit Esthers Essen in Esthers Zimmer, weil wir müssen jetzt gleich unseren Livestream starten. Ihr könnt mich kaum sehen. Es ist sehr dunkel. Oh nein. Mein Food. I'm very hungry. So, wir machen jetzt hier unser Setup. Wir müssen das gerade erstmal testen. So, wir loggen uns ein. Wie nennen wir das alles? Oh, neues Thumbnail erstellen. Wo ist mein Handy? Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ja Leute, freut uns, dass ihr schon so zahlreich zu uns gefunden habt, obwohl wir noch gar nichts gepostet haben. Wir haben übrigens was zu Mampfen dabei. Also, alle Leute, die... irgendeine Essensgeräuschphobie haben, sollten dann kurz die Ohren zu halten. Oh Leute, wenn ich einen Kommentar sehe, ne? Boah Leute, ich sehe wirklich aus wie ausgekotzt und, ne, wie sagt man? Ausgeschissen und ausgekotzt eigentlich. Ja, es liegt daran, dass Mami mich zwingt, wach zu bleiben. Nein, Spaß. Nicht? Aber it's past my bedtime. Der Livestream war auf jeden Fall mega, wirklich. Also ich glaube, es war auch unser längster bisher. Es waren, glaube ich, 2 Stunden 40 oder so. Um den Dreh. Big F an alle, die es verpasst haben. Ach so. Aber ich muss sagen, es macht mit euch immer wieder echt super viel Spaß. Von daher. Der ist übrigens gespeichert. Also falls ihr den noch nachgucken wollt, falls ihr 2 Stunden 40 nichts zu tun habt, go watch. Auf jeden Fall gucken wir jetzt. Ich zeig's euch. Eine hustende Maxi. Spiel Zelda. Ich habe legit keine Ahnung, was Zelda ist, aber... ein tolles Spiel. Looks fun. Außerdem gucken wir Bachelor in Paradise, weil ich da ziemlich hinterherhänge.
Ich bin bei Folge 4. Was ist die neueste Folge? 6 oder so. Ja, also wir haben viel aufzuholen. Aber to be honest, ich bin froh, wenn ich es durch die eine Folge hier schaffe, ohne einzupennen. Tut mir übrigens leid, dass ihr jetzt irgendwie von mir hier nur diesen Pennerabend seht. Aber es muss auch mal sein. Und das sind einfach unsere Sleepovers. Die sehen so aus. Pennerig. Erst machen wir einen Livestream oder wir gossipen über irgendwas. Und dann fangen wir an, Trash-TV zu gucken. Every time. Bis wir endlich irgendwann mal selber mal ins Fernsehen können. Oder bis wir einschlafen. Das ist letztens auch passiert. Ja, und dann müssen wir immer ins Bett watscheln. Ja, watscheln ist ein guter Ausdruck. Aber wisst ihr was, Leute? Deswegen war ich schlau und habe mich schon komplett bettfertig gemacht. Inklusive Zähnewatschen. Ich hasse, wirklich, wenn ich eine Sache hasse, ne? Dann ist es, wenn ich gerade bequem bin, noch aufstehen zu müssen, um mir die Zähne zu putzen. Ich finde das, nichts ist schlimmer, wirklich. Naja, aber jetzt kann ich hier schlafen. Maxi ist nicht da. Maxi ist von uns gegangen. Ja, Leute, gestern Abend, ihr konntet es wahrscheinlich sehen in meinem Blick. Ich war hundemüde. Ich habe auch das Ende von Bachelor in Paradise nicht mehr mitbekommen. Und dann hat eine neue Folge angefangen. Ich weiß gar nicht, bis wann die noch ging, aber irgendwann bin ich dann aufgewacht. Und Maxi war auch schon halb am Pennen. Deswegen ja, sind wir dann einfach nur noch ins Bett gegangen. Dementsprechend habe ich jetzt keinen. Ich wollte eigentlich auf dem Fußboden schlafen, weil Esthers Fußboden ist so bequem. Aber dann hat sie mich mitten in der Nacht noch überredet, dass ich nicht auf dem Fußboden schlafe. Ich glaube, da bist du mir auch ganz dankbar drum. Ich mag Rückenschmerzen. Ja, naja, Wednesday, das ist hier übrigens, ich habe sie Wednesday genannt. Weil sie hatte ganz lange keinen Namen, weil ich irgendwie keinen richtigen Namen für sie finden konnte, für sie. Und ich liebe einfach diese Seite. Ich finde die viel süßer als die, wo sie lächelt. Und ich habe ganz lange überlegt, wie nenne ich sie denn? Und dann kam Wednesday raus und dann dachte ich so, oh, that's it. Naja, Wednesday und ich, wir verabschieden euch jetzt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Nicht nur fürs Anschauen dieses Videos, sondern für das gesamte Jahr 2022. It's been a blast, Leute. Guess what? Genau in dem Moment, wo ich euch frohe Weihnachten wünschen wollte, wurde mir angezeigt, dass mein Handyspeicher voll ist und ich nichts mehr aufnehmen kann. Wenn das kein Zeichen ist, Leute, das Video zu beenden. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund und munter, auch im nächsten Jahr. Und vielen Dank für alles. Tschüss!